Ja. Ich schätze, wir müssen so lange aufregen, bis hier irgendwas passiert im Regal. Weil der immer auf dieses Ding haut. Sie sind nicht echt. Korrekt. Warum will das nicht in deinen stupiden Dickschädel rein? Stupido. So redest du nicht mit mir. Und wie ist das werde? Komm nochmal. Was ich dir noch zu den Basilen sag. Ach. Sie sind... Okay, das kennen wir schon. Was ich dir noch zu kon... Es gibt nichts, was du sagen kannst, das meine Meinung über ihn irgendwie ändern könnte. Ich will mich anscheißen. AfD-Wähler. Conroy hat die Basilen bauen lassen, um die Dynastie auszulöschen, die Macht an sich zu reißen und das Volk zu versklaven. Solch einen Schwachsinn habe ich ja noch nie gehört. Außerdem war er auf Traubenzucker. Eine infame Lüge! Voll die Droge. Was ich dir noch zu kon... Es gibt... Irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich habe schon die ganze Zeit Bock auf Hähnchendöner. Keine Kohle, verdammt. Conroy hat die Basilen bauen lassen, um die Dynastie auszulöschen. Außerdem... Okay. Was ich dir noch zu... Ja? Wenn du die Flötennasen in den Brunnen wirfst, dann wird auch der Wind für immer verschwinden. Dann hast du nicht nur die Flötennasen auf dem Gewissen, sondern ganz Asposia. Was dem egal sein kann, weil das stimmt auch. Das Einzige, auch. Das mich an der Nummer nervt, ist der Fakt, dass ich dir hinterher keine runterhauen kann. Es reicht mir mit dir! Reicht mir mit dir! Hast du gesehen? Oh. Guck mal, alle gleich. Alle voll fröhlich, der so... Das machen wir nochmal. Was ich dir noch zu... Ja. 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 Wenn du die Flötennasen in den Brunnen... Das Einzige... Es reicht... Was ich dir noch zu... Es gibt nichts. Müsst du das in einer bestimmten Reihenfolge machen? Conroy hat die Basilen... Solch ein Schwachsinn. Außerdem war er... Was ich dir noch zu den... Ach... Warum? So reden! Müssen wir jetzt die ganze Zeit machen, dass er immer das Gleiche sagt? Was ich dir noch zu den Basilen sagen will. Ach. Sie? Warum? So reden! Entschuldigung. Was ich dir noch zu kommen. Ist. Jetzt wiederholen Sie das Ganze. Okay. Conroy hat die Basilen aus. Was ich dir noch zu. Ja, Provocation. Wenn du die Flötennasen in den Brunnen wirfst, dann wird auch der Wind für immer verschwinden. Dann hast du nicht nur die Flötennasen, das Einzige... Es reicht! Okay, eine sprechende Conroy-Puppe und ein Fanatiker in einem Raum. Das könnte spannend werden. Oh ja. Was? Guck mal hier. Ich habe gesagt, das war's. Von mir hörst du kein Wort mehr. Glaub mir, meine Liebe. Ich habe alle Termine diese Woche abgesagt. Damit ich mich nur auf dich konzentrieren kann. Eine ganze Woche in einem Raum so mit einfach. Einem. Kommst du hier nicht raus? Oh Gott, das war... Oder was von Mac, das wäre auch ganz geil. Ob ich wohl ein guter Herrscher bin? Nein. Manchmal, in der Nacht, denke ich darüber nach, ob ich wohl auf dem falschen Pfad bin. Mal sehen, was Conroy dazu zu sagen hat. Dein Ernst? Guck mal hier. Das passt irgendwie, weil... Da ist er ganz schlaff und da ist er ganz... Nein, also jetzt ist er gerade der Harte. Also ich will auch nicht sagen, ach guck mal, er ist so ähnlich wie Luftballon, nur ist er ein aufgeblasener Hunder. Holer. Dings. Ja gut. Gucken wir uns die mal an, obwohl die gar nicht angucken können. Hässlich, aber könnte praktisch sein. Siehst du doch gar nicht. Smalltalk, bestärkend streng. Oh nein, schon wieder sowas. Egal, ich will alles hören. Kommt Zeit, kommt Rat. Darüber muss ich nachdenken. Rafft er das jetzt nicht? Also entweder weiß er, dass sich die Puppe hier befindet und das sagt. Was war dann merkwürdig, weil die geht ja nicht von alleine los. Also muss er doch wissen, dass sie sie in der Hand hat. Oder...
Er glaubt, er hört die Stimme in seinem Kopf. So wie Robert, was ihn dann eigentlich auch zu einem bekloppten Verrückten macht. Oder ist er eigentlich bekloppt und verrückt? Na gut, komm. Kommt. Okay. Er sagt immer das Gleiche. Hallo. Hallo. Wow. Okay, bestärkend. Ein wahrer Herrscher trifft unliebsame Entscheidungen. Ja. Je mehr das Volk dich hasst, desto wahrscheinlicher ist es, dass du ein guter Herrscher bist. Ja. Ganz genau. Ich sollte mich zusammenreißen und meine Zweifel runterschlucken. Ach, aber ich werde niemals so gut aussehen wie er. Das Ding ist, dass er genau das macht, was viele große Herrscher tun. Nämlich bestärkend, streng, Smalltalk. Kim Jong-un, Kim Jong-il, der Adolf von früher, ne? Und viele andere Herrscher. Ja, ich glaube nicht, dass sie vom Volk so sehr geliebt werden, aber na gut. Wollmäuse sind unheilige Wesen. Weise Worte. Ja, komm. Sind wir mal streng. Conroy ist einzigartig und unvergleichlich. Niemand wird ihn jemals erreichen. Er hat ja recht. Er hat immer recht. Ohne Witz, ne? Jetzt sag mir doch mal ganz ehrlich, erinnert euch nicht an zu dir. An deinen dreckigen Flötennasen. Erinnert ihr euch nicht? Charmant wie immer. Also der sieht doch, der ist aber doch. Ich sagte schon, von mir hörst du nichts mehr. Warten, mein Mädchen. Das hat bisher noch alle weich gekocht. Was fummelt die denn da rum? Hab ich wohl ein Gut manchmal. Okay. Mal sehen, was... Also nochmal von vorne. Ein wahrer Herrscher. Jemgönsk. Mann, ich möchte am liebsten alle Entscheidungen hören, aber das geht nicht. Jetzt kommen wir ja nicht voran. Mann! Oh, komm. Die Götter achten nicht auf Äußerlichkeiten. Sie versteinern die Schönen wie die Hässlichen. Jawohl. Den Göttern ist mein Aussehen egal. Solange meine Seele rein ist. Rein? Mhm, bestimmt. Keine Sorge. Ich weiß, es dauert lange. Aber ich werde euch zurückholen. Oh Gott. Ihr wisst, dass ich euer folgsamster Diener bin. Hör mal, ist das ein Spermium mit drei Augen? Was ist das denn? Ein gammeliges Spermium mit drei Augen. Tschüss! Und weg. Das war ja lustig. Ja. Da draußen dieses Marschieren, ey, ganz ehrlich, Freunde. Und dann das hier. Also, wen das jetzt nicht daran erinnert. Conroy liebt jeden seiner Untertanen. Aber die Folgsamen liebt er am meisten. Die Aufmüpfigen sollen von mir aus die Basilen holen. Ich werde es schaffen. Ich werde euch überzeugen. Das ist das nicht rein. Nun zurück zu dir und deinen dreckigen Flötennasen. Oh nein. Charmant wie immer. Oh nein. Aber ich sag. Nochmal von vorne. Mal sehen, was. Ah. Guck mal, das wird das Spermium. Diesmal über den Brüsten. Über... Oh. Wir können uns Sachen angucken jetzt. Interessant. Toll. Wie genau stellst du dir das vor? Die Käfer kochen. Ich fühle mich gerade ganz genauso. Wieso ist sie so warm wie mir, oder was? Sinnlos. Mir ist auch immer warm. Ich hasse den Sommer. Ich hätte nicht übel Lust, Emil das Ding an den Kopf zu werfen. Ja, wer nicht, meine Liebe, wer nicht. So kurze Arme. Oh, Bernd, das Brot. Regal. Da ist nichts Interessantes mehr drin. Aber das ist ja auch Regal. Und dann? Ich weiß doch auch nicht. Ich dachte, nach Conroy könnte es nicht noch schlimmer werden. Aber es stimmt wohl, was man sagt. Es gibt immer einen noch größeren Vollidioten. Das ist richtig. Ich
Ich habe es im Gefühl, dass ich hier eher mit der sprechenden Puppe weiterkomme, als wenn ich mit ihm rede. Ja, und irgendwie habe ich das Gefühl, obwohl du ein junges Mädchen bist, hast du eine Stimme wie eine 40-Jährige. Also ich finde es, naja, gut. Komm, benutzen. Also. Ein wahrer Jäger. Das kennen wir alles schon. Doch. Dann hier nochmal bestärken. Die Götter achten nicht auf Äußerlichkeiten. Sie versteigen. Ja, das kennen wir auch schon. Jetzt geht er hier rüber. Redet mit der Büste um, rafft dabei nicht, was hier eigentlich abgeht. Und jetzt, Wahre Hingabe offenbart sich erst im Angesicht wahrer Herausforderung. Ansonsten könnte ja jeder behaupten, dass er Conroy lieben würde. Verdammt! Ich werde beweisen, was in mir steckt! Oh. Also nach dem Ding müsste eigentlich komplett... Hey, Wache! Sein. Heil Emil? Heil Emil. Okay, also es ist absolut... Er sagt, du sollst mich freilassen. Okay. Was? Ernsthaft? Ha, von wegen. Das hat er gar nicht gesagt. Doch, hat er wohl. Da falle ich nicht zum sechsten Mal drauf rein. Laden mit einem... Das merke ich mir. Ihr seid alle auf meiner Liste. Conroy. Emil. Wache 1544. Wache 1543. Wache 5893. Mein Grundschullehrer, Herr Blume. Hallo? Oh, hallo. Bist du meine neue Zellennachbarin? Oh, ich bin Laura. Freut mich, dich kennenzulernen. Also hier ist alles, was du wissen musst. Das untere Bett ist schon meins und wir haben kein Klopapier mehr. Willkommen im Knast. Danke. Warum bist du hier? Ich habe geholfen, Conroy zu ermorden. Gern geschehen. Und du bist Teil der Familie? Ja, meine kleine Schwester muss hier auch schon irgendwo sein. Wo haben sie dich denn erwischt? In Wollingen. Ich habe Okario Boe dem Dritten geholfen. Okario? Oh mein Gott, Robert. Du hast Robert gefunden. Wo ist er? Wie geht es ihm? Naja, er ist am Leben. Wir wollten eigentlich mit der Seilbahn gemeinsam auf die andere Seite Asposiens fliehen. Dann haben sie mich erwischt. Gott sei Dank ist er am Leben. Ich könnte weinen vor Glück. Witzig, dass du das sagst. Ich könnte weinen vor Angst. Aber du kennst also Okario. Ja, wir sind gemeinsam losgezogen und haben euch in der Dynastie gefunden. Was für eine Ehre, dich kennenzulernen. Die Ehre ist ganz meinerseits. Du bist verwirrend hübsch. Ich meine, Ich muss ihn finden. Okay, viel Glück. Aber ich glaube, das wird schwierig. Ha, keine Sorge. Schwierig ist mein zweiter Vorname. Also kompliziert und schön. Um Gottes Willen. Wow. Ja, nein. Das ist Roberts Freundin. Mann! Mach die nicht an. Oh, so ein bisschen flirten. Ich glaube. Kannst doch nicht einfach dem Alter, das ist... Die ist vergeben! Auch wenn ich es selber nicht zugeben will. Mann. Also, gehen wir erstmal kacken. Für ein Gefängnis ist die Kloschüssel ziemlich sauber. Das ist also sauber in Asposien? Interessant. Ich muss gerade nicht. Ja, ich würde niemals müssen. Rocher. Wieso schaue ich mir das an? Ich weiß es doch auch nicht. Oh, Scheckdadeln. Würde sich gut in meinem Inventar machen. Ja, denn da du ja weißt, dass Inventar heißt. Ich nehme meinen Rucksack auch noch Inventar. Was ist das? Eine Rohkühe? So viel zu sehen. Ich bin immer noch arrogant. Die ist echt männlich. Also sie könnte wirklich... Na, ein gutes, die wären ein gutes Paar, die zwei hier. Oh Mann. Das Abflussrohr ist kaputt. Ich überschwemme doch nicht meine eigene Zelle. Du hast zwei Hände. Das sieht nicht richtig aus. Wenn es kaputt ist, dann läuft es doch alles eh in den Gulli, dann ist doch scheißegal! Mann! Dazu fällt mir nichts ein.
Ist doch Wurscht, brauchst du ja nicht hier. Verstehst du? Es knurrt. Wieso schaue ich mir das an? Dead memories in my eye. Das ist auch ein Mikrofon mit Kabel, das uns nichts wird. Aber denen fehlen die Masken. Überflüssige Deko. Dann nimm sie doch weg. Was ist das denn? Totenschädelmaus, Ratte, was auch immer. Gut, was haben wir hier? Eine Conroy-Bibel. Eine Conroy-Bibel. Ich kenne das gesamte Ding auswendig. Kenne deinen Feind. Alter, viel zu viel zu lesen. Niemals! Die echt eingepackt. Die hat die echt eingepackt. Oh Mann. Aber das ist doch auch ein Bett. Wenn das untere Bett ist, meins. Aber dann, das heißt, das müsste dann ein Bett sein, oder was? Weil das ist doch ein einzelnes Bett hier. Das ist mein Inventar immer aufgeht. Mit Scrollen wäre das einfacher. Na egal, komm. Was haben wir hier noch? Bilder, nichts. Entschuldigung, Klappe. Da wird immer das Essen geliefert. Ach, halt doch deine... Da wird immer das... Halt doch deine... Weißt du? Sie geht nicht auf. Natürlich nicht. Wenn sie in beide Richtungen aufgehen, dann würde jemand schlagsiges, dünnes wie du, der scheinbar da durchpassen würde, einfach... Und ab in den Ofen. Yay, eine Nackenrolle. Das könnte praktisch sein. Ja, ich verpasse dir gleich meine Nackenrolle. Oh, was haben wir hier? Blinky, 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 blinky. Okay, was haben wir hier? Nach draußen gucken. Nach draußen gucken, aber rausgehen. Oh. Oh. Wow. 2 cm laufen, das ist echt sinnvoll. Halt doch mal das Maul, ich muss reden hier. Das sind die Wachen, die sind übrigens alle gleich aus. Die sind alle geklont. Und alle gleich doof. Und der hier ist sowieso der King. Man fasst Kakteen nicht so. Das ist der Bekloppte mit den Kakteen. Ja. Hey, du da! Wache 1833 meldet sich zum Dienst. Was gibt's denn? Zum Dienst. Wenn du mein Angestellter bist, dann ist es egal. Toller Kaktuswald. Ich habe dazu nur eine Frage. Warum? Kakteen sind die mit Abstand schönsten Geschöpfe. Ihre Form, ihre Farbe, ihre Zierlichkeit, die im vollkommenen Einklang mit ihrer Gefährlichkeit stehen. Mhm. Siehst du mein Fanplakat? Das habe ich aus Kaktus heute. Leider fehlt darauf ein ganz bestimmter legendärer Kaktus, der blaue Maurice. Was willst du denn damit? Ich würde ihn natürlich den ganzen Tag betrachten. Kakteen sind gemacht, um verehrt zu werden. Und ich könnte dann einfach fliehen. Eine Win-Win-Situation. Was? Nichts. Der sammelt also Kakteen, wie andere Leute Briefmarken. Und bekannt ist ja die blaue Mauritius. Halt doch mal den Maul! Und früher konnten die alle überhaupt nicht reden. Der ist schlauer als die anderen. Der kann ja reden. Das ist interessant. Oh, jetzt kann ich das Poster gar nicht mehr anklicken. Ach so, ich bin auch am Reden. Okay, Entschuldigung. Entschuldigung. Für mich sehen diese Dinger alle gleich aus. Grün und stachelig. Wie bitte? Jeder Kaktus ist einzigartig. Ihre Körper und ihre Stacheln können so unterschiedlich geformt sein. Manche sind mit Stacheln und Blüten übersät, andere sind ganz keusch. Ja, ja, ja. Keusch. Dieser blaue Maurice fehlt dir also noch in deiner Sammlung? Ganz genau. Es gibt auch nur Gerüche und Beschreibungen von ihm, aber keine richtigen Bilder. Ich würde alles für ein Bild vom blauen Maurice tun. Alles. Ich könnte mich überhaupt nicht an ihm satt sehen. Bild. Bild. Ah ja. Der blaue Maurice also? Woran erkennt man den? Er ist stachelige Perfektion. Er ist eine Mischung aus der grünen Libelle, dem Blihabla und dem Doinkpeaks. Er sieht aber überhaupt nicht aus wie der schmale Eumel, ein Johannes oder ein Willy Wonka. Gut, vielleicht finde ich ja ein Bild von deinem grünen Freund. Was würdest du davon halten? Wirklich? Oh, mir wird jetzt schon ganz schwindelig, wenn ich daran denke. Und ich hätte ein Hindernis weniger auf dem Weg nach draußen. Alter,
schlagen alle gerade wie so Nehme vor für Penisse. Die Wanka, schmale. Sehr geil. Ha. Das musst du überhaupt kleben, da mit diesem fiesen, ekligen, dreckigen, steinigen. Egal. Willy Wanka. So, denn ich meine jetzt auch. Das ist Willy Wanka. Ich habe Hunger. Was gibt es denn heute? Das Übliche. Erbsen, Eis, Fleischsuppe mit Blaubeerpudding, ein Tomatengericht und zum Nachtisch Kompott. Was für welches? Obstsalat. Heute gibt es Kompott. Welchen? Obstsalat. Das ist schon... Ah, unaufgetaute Erbsen. Ja, Suppe und Pudding ist bestimmt auch lecker. Fleischsuppe. Also Fleischsuppe ist übrigens diese matschige Pampe, die man in der Mensa kriegt. Oder in solchen Cafeterien. Da haben wir noch das Fleisch. Ja, wir haben Auflauf. Ja, Fleischsuppe. Blaubeerpudding. Sieht ja aus wie... Ist das Wackelpudding? Ja, krass. Tomatensuppe. Oh, das sieht aber lecker aus. Oh, die hat Stückchen. Ist das eine Suppe? Sieht aus wie eine Tomate, die zermatscht wurde. Und was ist das hier? Naja, was ist das? Obstsalat. Na gut, fragen wir mal einen Erbsen an Eis. Wie sind die Erbsen heute? An Eis. Die nehme ich. Vorzügliche Wahl. Einmal Erbsen an Eis. Warte mal. Können wir die jetzt nehmen? Tatsache. Ich wusste, sie sind gefroren. Ich wusste Köstlich. Es. Ich wusste es! Ich glaube, wir müssen einfach jedes Gericht uns holen. Ich glaube, das machen wir jetzt auch einfach mal. Wir holen uns jetzt jedes Gericht. Wenn das geht, holen wir uns jedes.